Bitte, es ist völliger Unsinn. Denn über 97% des Geldes stehen in den Computern der Banken. Das heißt, das ist ja eigentlich nur Bit und Byte. Und da kann es kein Mittel sein. Mittel ist zum Beispiel materiell, ja, ein Putzmittel, ein Eigenmittel. Ja. Also, der Tausch braucht kein Mittel. Also ich sage, ich tausche einen Apfel gegen Klavieren. Man braucht nur jemanden, der sich auch mit mir aus diesem Wertverhältnis einigt. Und das machen wir natürlich im Gespräch, und das ist immer immateriell. Dann verschiebt man das zwischen Jungen und Goldstücken, die auch das sind. Ne? Das ist ein Verhältnis, das war. Jeder Feier ist ein Wertverhältnis. Und der Geschichte des Feier-Lohn-Systems, das auch das Ziel der Rat genannt wird, dass ich vorstelle, den Rat und Steigen und den Rat der Kopierung. Meiner Meinung nach
Schulden die ersten 5000 Jahre
Und die Verschuldung und die Zinsen.
den Eingesamtpaket. Und wenn sich jetzt nur zu den freien Unternehmen stellt, dann sagt, das sind die Gruppen, der Staat ist böse, der muss zum Staat und sagt, der Unternehmer kann böse und ja, der hat überhaupt nichts kapiert. Packt das ganze Bündelprogramm und entsorgt es als Gesamtpaket, das ist alles nichts. Dieses System ist kaputt damit. Es diskutiert sich damit keiner mehr, ja, wegen liberal und konservativ und sozialist und kommunist, das ist ein völliger Schwachsinn, das ist nur der Verwirrung und Verblödung. Ja. Das ganze Paket ist ein Unsinn. Wenn ich damals Reisbauer gewesen wäre, also, ja, ich weiß ein bisschen mehr als der Reisbauer, aber ich sage euch, was die hätten sagen können, wenn das ein bisschen schlau gewesen wären oder vielleicht auch mutig, ne? Wahrscheinlich sind sie ja eh heftig nur gezwungen worden, aber die einzig vernünftige Antwort in der Situation, wo die Kolonialherren sagen, wir bringen die Münzen, haben sie es umgebracht, ja? Und sagen, die sind sehr wertvoll, okay? Und wir geben euch im Tausch und an Teil davon zahlt an Steuern zurück, ja, an uns. Dann hätten sie sagen müssen, okay, jetzt verstehen wir zwar erstens, dass diese Münzen für euch sehr wertvoll sind, offensichtlich, ja? Ihr habt das Monopol, die herzustellen, aber gar nichts dagegen, ja, machst du zurück. Aber ganz ehrlich gesagt, wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Deswegen machen wir ein viel besseres Angebot. Bringt sie die Münzen, ihr wollt, ihr heute seid keine Rolle und lasst uns damit in Ruhe. Na, wer ist schon wieder da? Das ist die Antwort auf das von den Kolonialen, die wir schon gemacht haben. Wie was dran muss sagen sein? Das ist ja einfach die Logik. Ja, wenn jetzt für den einen wertvoll ist und der andere will es gar nicht haben, dann drängt das von wem aus, um sich dann nur einen Teil wieder als Steuern zurückzunehmen. Das macht doch keinen Sinn. Ne? Da ist der Betrug sofort entfangen. Ja, der einzige Sinn von Geld ist und war immer die Sklaverei. Und das sind leider Gottes geistige Waffen, geistige Prinzipien, wie, und auch das hat der David Gräber in seinem Buch schön geschrieben, haben die Anthropologen lange nach.